Mit dem Projekt Deep hat die NASA wirklich Sensationelles vor. Kleine Sonden sollen mit Hilfe von Laserstrahlen extrem beschleunigt werden und ins nächste Sternensystem geschickt werden. Wow, aber nicht nur das. Die Mini-Raumschiffe werden auch bemannt sein. Jetzt sind tatsächlich die ersten Passagiere für diese interstellare Reise gefunden und die sind selbst ein bisschen außerirdisch. Um welche Lebensformen es sich dabei handelt, was durch sie erforscht werden soll und alles weitere zu diesem spannenden NASA-Projekt jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Mini-Raumschiffe sollen mit Lasern angetrieben werden und damit extrem beschleunigt werden. Und trotz dieser hohen Beschleunigung wird ihre Reise zu unserem Nachbarsonnensystem wohl über 20 Jahre dauern. Seit rund 18 Jahren tüftelt ein Forschungsteam von der University of California Santa Barbara an dem NASA-Projekt namens Deep. Jetzt wurde öffentlich, dass wohl Passagiere diese interstellare Reise antreten werden. Schon ihre Namen klingen irgendwie außerirdisch, Nematoden und Tardigraden. Vielleicht haben einige von euch diese Namen schon einmal im Biologieunterricht aufgeschnappt. Die Nematoden Caenorhabditis elegans sind tatsächlich beliebte Modellorganismen im Fachbereich Genetik. Die Fadenwürmer sind nur 1 Millimeter lang, haben dafür aber wirklich einige unglaubliche Talente. Beispielsweise sind sie in der Lage, im Dauerlarvenstadium mehrere Monate zu überleben, ganz ohne Futter. Sehr viel krasser noch sind die zweiten wohl zukünftigen NASA-Passagiere, die Tardigraden, auch als Wassertier oder Bärtierchen bekannt. Und die haben quasi sogar schon diverse Joberfahrungen gesammelt. Ohne Schutz im luftleeren Raum wurden sie bereits in die Kälte und Strahlung des Alls geschickt und sie haben überlebt. Wahnsinn, die perfekten Kandidaten. Also die Fragestellung des NASA-Projektes lautet, kann terrestrisches Leben, wie wir es kennen, im interstellaren Raum existieren? Doch das erste Problem für die außerirdischen Passagiere wird ja schon die Anfahrt sein, denn wie gesagt, wird die Reise wohl 20 Jahre dauern. Das Forschungsteam hat aber auch dafür schon einen Plan am Start. Die Tiere sollen in eine Stasis, also eine Art Starre oder Ruhezustand gelegt werden und dann regelmäßig aufgeweckt werden. So könnte überprüft werden, wie die Passagiere mit den gegebenen Umweltbedingungen klarkommen. Wann die große Reise losgeht, steht übrigens noch in den Sternen. Der Chefentwickler Philipp Lubin hat letztes Jahr in einem Technology Review Interview gesagt, dass er nicht glaubt, dass er die Ankunft seiner Mini-Raumschiffe noch erleben wird. Zitat, ich bin jetzt 63 Jahre alt und werde vielleicht noch den Start einer interstellaren Sonne in 30 Jahren erleben. Doch dann wird es noch einmal 24 Jahre dauern, bis Daten von einem Stern bei uns eintreffen. Zitat Ende. Übrigens ist die NASA nicht alleine mit ihrer Idee, Mini-Raumschiffe in unser Nachbar-Sternensystem zu schicken. Mit dem Projekt Breakthrough Starshot plant der russische Milliardär Yuri Milner Ähnliches. Auch hier soll ein Laser seinen Impuls auf ein nur wenige Gramm schweres Sonnensegel, also ein ähnliches Antriebssystem wie bei der Deep, richten. Und auch hier steckt Philipp Lubin dahinter. Wenn ihr in 54 Jahren mehr über die Nachrichten aus einem anderen Sternensystem erfahren wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, denn nur dann bekommt ihr eine DTB-Nachricht, wenn das Video online geht. Hier geht es weiter mit Reise zu Aliens, nur 20 Jahre zum nächsten Stern, mit mehr Infos zum Projekt Breakthrough Starshot. Sehr spannend und ansonsten bis dann. Bleibt dran.